Willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Knights of Honor 2 Sovereign. Wir machen weiter. Ja, wie angekündigt, gibt es jetzt die erste große Schlacht. Unsere Armee marschiert aus der Stadt ein raus. Katholisches Königreich wurde aus unserer Kirche verstoßen. Venedig wurde exkommuniziert. Ich habe das Gefühl, ich muss den Sound aus irgendeinem Grund ein bisschen lauter machen. Scheint irgendwie leiser geworden zu sein. So. Ich hoffe, dass es jetzt wieder passt. Okay. Gut. Leicht einseitig, aber nicht deutlich einseitig. Ne? Der Feind hat mehr Truppen als wir. Aber wir werden natürlich jetzt vorne weggehen. Ich führe die Schlacht an. Auf geht's, Freunde. Ich führe die Schlacht an. Wir führen die Schlacht jetzt gegen diese aufständischen Bauern, werden sie zurücktreiben. Fernkampfeinheiten haben Nachteile, wenn sie aus dem Wald irgendwas kommen. Hier haben wir die Verräter. Unsere Männer können diese Punkte für einen schnellen Sieg erobern. Diese Position werden wir halten. Auf jeden Fall. Erstmal wieder Pause, bitte. So. Wie ihr befehlt. Perfekt, das passt eigentlich schon relativ. Bereit für den Kampf. Gut, wie die hier aufgestellt sind. So. Wo ist das Ziel? Bereit für den Kampf. Und meine Kavallerie packe ich dann jeweils an die Flanke, bitte. Gibt es neue Befehle? Ich habe hier das Sagen. Von dort. Das einzige Problem wird vermutlich der feindliche Anführer sein. Der ist da hinten, okay. Gut. Dann laufen wir doch mal langsam los. Sie nähern sich uns auch. Sofort anhalten! Der Kämpfer bereit! Wir sind unterwegs! Bereit für den Kampf! Marschieren! Was wo ist das Ziel? Den Wald ein bisschen nutzen, falls erreicht die Feinde diesen schon kommen. Strategischen Bereich. Marschieren. Dieses Waldstück. Eine günstigere Position einnehmen. So. Bewegung. Bogenschützen bereit. Bereit für den Kampf. Und so ein ausrücken. Bisschen. Kommt natürlich sehr von der Flanke. Wir reiten los, Männer. Und leichter Galopp. Kein Problem. Bereit für den Kampf. Wir sind unterwegs. Genau. Wir marschieren jetzt hier vorwärts. Im Wald müssten wir sogar noch ein bisschen geschützt sein, hoffe ich. Wie ihr befehlt. Keine Bewegung. Wir reiten los, Männer. Okay, unsere Bogenschützen schießen. Gibt es neue Befehle? Beine in die Hand. Man greift uns von der Seite an. Vernichtet den Feind! Okay, jetzt sind sie zurück. Oh, unsere Kavallerie ist automatisch eingegangen. Reiter, beeilt euch! So, Sperrkämpfer bitte hier drauf. Trotz ihrer Kavallerie. Gibt es neue Befehle? Perfekt. Beine in die Hand! Feindliche Truppen greifen unsere Anführer an. Ich habe hier das Sagen. Unsere Kavallerie. Wir reiten los, Männer. Reiter, bereit für den Kampf. Zu. Bogenschützen bereit! Weiter schießen. Gibt es neue Befehle? Heilung! Bereit für den Kampf! Okay, die Moral unseres Feindes schwindet. Mein Leben ist kostbar. So, wenn jetzt mal wieder bereit für den Kampf. Fernkampf schießen wird, ist perfekt. Mein Leben ist kostbar. Reiter, beeilt euch! Hinterher. Bereit für den Kampf! Noch die Bogenschützen ziehen ein bisschen zurück. Bogenschützen bereit! Bereit für den Kampf! Der Kämpfer bereit! So, wir versuchen sie mit der Kavallerie hier ein bisschen abzufangen. Sperrkämpfer kommen hinterher. Sie laufen weg! Bereit für den Kampf! Reiter, beeilt euch! So, wir versuchen da einmal hinten reinzureiten. Hier mit der Kavallerie hinten rein. Ja, das sieht doch nach einem schönen Erfolg aus. Unsere Kavallerie hält jetzt hier auch, hoffe ich, durch. Bereit für den Kampf! So, Sperrkämpfer dürfen jetzt hier schön vorwärts gehen.
wenn sich die Kavallerie zurückzieht. Pfeile in die Hand! Perfekt, die Speerkämpfer da, wie es sich gehört. Ihr Befehl! Wir reiten los, Männer! Die Feiglinge fliehen! Die letzten werden auch alle niedergemacht. Lauf! 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 Jetzt greifen wir noch den feindlichen General an, dann haben wir das Ganze hier schon gewonnen. Sehr gut, sehr schön. Da kämpfen sie. Eine Kavallerie ist leider dadurch jetzt ein bisschen geschwächt worden. Einige unserer Soldaten sind geflohen. Verdammt, jetzt ist sie auch geflohen natürlich. Schade. Bogenschützen bereit! Haben die keine Munition mehr, oder was? Ernsthaft, jetzt kann dieser eine General fliehen. Bereit für den Kampf! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir reiten los, Männer! Mein Schutz muss gewährleistet sein. Kommt schon. Ich habe hier das Sagen. Tötet ihn. Und jetzt, los! Ihr werdet den doch jetzt wohl getötet bekommen, den General. Mein Schutz muss gewährleistet sein. Erledigt sie endlich! Ich glaube, nochmal den Angriff. Das Bogenschützen schießen. Der hält aber auch durch. Mein Leben ist kostbar. Der Sieg gehört uns. Jawohl. Wir haben den feindlichen Anführer erledigt. Sehr schön. Wenn ihr euren Trupps gestattet, die Formation zu durchbrechen, werden sie ermutigt, die Feinde... Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Der feindliche Armeeführer ist in unserer Hand. Sehr gut. Ich habe nur das Gefühl, dass, wie gesagt, im Vergleich zum letzten Mal der Sound irgendwie immer noch ein bisschen leiser wurde. Deswegen habe ich jetzt noch mal ein bisschen was erhöht. Okay. So. Wir haben das ganze Problem gelöst. Und der Rebell Pribislav ist jetzt auch in unserem Gefängnis. Sollen wir los? Okay. Also Venedig wurde exkommuniziert. Die Meinung des Adels hat sich verbessert auf plus 1. Das ist doch sehr schön. Erhöhung. Geringere Kosten für Erhöhung der Kronautorität. Aber da fehlt uns leider immer noch Religion. Die Rebellen wurden besiegt. Schlacht ist gewonnen. So sei es. Und die Rebellion wurde beendet. Plus 600 Gold haben wir bekommen. Nö, irgendwie haben wir keinen. Irgendwie haben wir kein Gold bekommen. Wir hatten doch auch vorher schon 1300, dachte ich. So, jetzt ist nämlich auch die Stabilität wieder deutlich besser. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Das war die Schwertschmiede, genau. Wir werden mal die Armee hier aufstocken. Sofort. So, ich brauche auch wieder eine neue Kavallerie. Deswegen gehen wir mal nach Nürnberg hier zurück, schlage ich vor. Und ja, was können wir in Prag noch bauen, um noch ein bisschen die Zufriedenheit vielleicht zu steigern? Das Gericht wollten wir bauen. Dafür fehlt uns noch ein bisschen das Gold. Dann warten wir mal noch ab. Dann könnten wir hier noch die Provinzstabilität erhöhen durch ein Gericht. Das ist doch eine gute Idee. Perfekt. Öffnet die verdammten Tore, sonst zerschmettere ich sie. Ich könnte ihn hinrichten, ich könnte auch handeln. Er könnte woanders rebellieren, okay. Leon. Verteidigungspakt gegen Meißen steht immer noch. Für Gott und Ehre. Lasst mich gehen. Ja gut. Ich habe viele eurer Männer verschont. Ja, weil du einfach nicht gut kämpfen konntest, hast du viele unserer Männer verschont, würde ich sagen. Mein Herr! Herr, so. Einige Untertanen haben einem anderen Reich die Treue geschworen. Was? Die Menschen in Nürnberg sind mit unserer Herrschaft unzufrieden und der ansässige Adel hat insgeheim Deutschland seine Loyalität geschworen? Wie bitte? Was heißt das jetzt? Wieso sind denn jetzt die Menschen in Nürnberg bitte unzufrieden? Illoyale Bevölkerung Deutschland? Nürnberg ist doch unsere Hauptstadt, unser Kern. Manchmal ist Diplomatie der beste Weg. Ich habe den perfekten Plan. Hast du den? Vielleicht gibt es ja hier noch, wartet mal, wir hatten den. Lasst hier uns als Handel treiben. Regiert hier. Ah ja, genau, wir wollten auch noch Waren gucken, dass wir die importiert bekommen. Kleinen Moment. Handelszentrum wurde verlegt. Genau. Fangen wir erstmal jetzt mit den Waren an. Zu eurem Dienst, Majestät. Waren importieren. Ah ja. Bauholz, Öle, Kohle. Aber ich glaube, das können wir doch alles selbst bekommen, dachte ich.
Ah, dafür bräuchten wir jetzt aber nochmal extra Handelspunkte frei, um was zu importieren. Mein Name ist ganze Goldsäcke wert. Abgerichtete Pferde und Kohle. Das dürfte aber eigentlich nicht gehen. Weil wir haben ja... Also, weil wir haben doch eigentlich nicht den Handel dafür frei, oder? Wo winken die Profite? Nee. Ich stehe euch zur Verfügung, Herr. Was hätten wir hier? Waren importieren. Öle und Leinen. Okay, aber wir wissen auf jeden Fall, wir könnten Waren importieren, falls wir mal die Handelskapazität und das... Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor. Möge Papst Bonidaze der Erste gütig sein. Ja, das ist gut zu wissen. Oh, hier... Wie kann sich denn Meißen bitte eine Armee von 4, 7, 8, fast 10.000 Truppen leisten? Das verstehe ich nicht. Ich müsste eigentlich meine Armee auch erhöhen. Wir haben aber den Verteidigungspakt. Ich will eigentlich noch dieses Gericht bauen, dass wir hier endlich wieder für Frieden und Ordnung sorgen können. Was haben wir denn jetzt hier? Handelsangelegenheit. Die Händler in Deutschland sind interessiert, unserem Land regelmäßig 20 Gold zukommen zu lassen, wenn wir 10 Nahrung exportieren. Soll Kaufmann Nanka versuchen, dieses Geschäft abzuschließen? Dies wird uns einen Unterhalt von 10 kosten. Ja, das geht ja gar nicht, weil wir doch nicht den Unterhalt haben. Es bietet sich eine Gelegenheit für den Kleriker, eine diplomatische Mission nach Rom mal wieder. Beziehungen mit dem Kirchenstaat. Es wäre natürlich ungünstig, wenn wir... exkommuniziert werden würden, aber nein. Wir lassen das erstmal sein. Und planen jetzt das Gericht endlich zu bauen. Das geht jetzt. So, und jetzt bauen wir aber dann unsere Armee nochmal aus. Ich brauche wieder eine zweite Kavallerie auf jeden Fall. Eindeutig. Und noch einen Schwertkämpfer. Leichte Infanterie macht, denke ich, Sinn. Dass wir die auch noch uns holen. Fremden Kaufmann meiden. Die Gelegenheit vergessen wir mal. Ja, das heißt, ich brauche langfristig auf jeden Fall jetzt noch einen zweiten Marschall, um meine Armeen ein bisschen aufzubauen. Weil, wie gesagt, die kosten uns kein Gold. Die kosten uns eben nur Nahrung. Und das ist ja kein Problem. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Ah, eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. Ah, ich wollte gerade sagen, wir hätten jetzt mal einen guten Marschall gebraucht, aber der ist leider nicht gut als Marschall. Der Prinz wurde geboren. Unser Königreich wurde durch die Geburt eines gesunden königlichen Prinzen gesegnet. Er trägt den Namen Rudolf. Er ist unser ältester Prinz und eines Tages wird er die Krone Frankens tragen. Tja, er kann leider nicht kämpfen. Scheinbar. Und in der Religion ist er auch schlecht, aber ein hervorragender Mann der Wirtschaft. Deswegen soll er als Kaufmann unterrichtet werden. Und das hier können wir uns alles noch nicht leisten, weil wir nicht Gold haben. Die Meinung des Adels hat sich nochmal weiter verbessert. Das ist sehr gut. Exzellent. So, wir haben jetzt hier eine volle Armee, die wir eben nicht... Man hat uns den Krieg erklärt, was? Majestät. Stopp. Wer? Korinth? Ich dachte jetzt Meißen. Wieso denn nicht... Wieso Korinth? Zu lange haben wir darauf gewartet, dass uns der Respekt entgegengebracht wird, der uns gebührt. Ihr habt unsere Freundlichkeit fälschlicherweise für Schwäche gehalten. Jetzt werdet ihr sehen, wozu wir wirklich fähig sind. Aber was ist denn das Ziel von Korinth? Kleinen Moment. Die Welt steht euch zur Verfügung. Oh, Korinth ist überraschend stark geworden. Die waren doch mal schwächer, oder nicht? Ja, wobei, es sind eigentlich nur zwei Provinzen, wenn ich das richtig sehe. Zwischen uns und Korinth liegt aber immer noch Deutschland. Aber Korinth hat natürlich wahrscheinlich viel größere Truppen als wir. Wir haben jetzt nur eine Armee. Was mich ein bisschen beunruhigt und halt nicht genügend Gold. Vielleicht erstmal eine Audienz. Vielleicht ein Frieden. Eine Waffe. Es fängt gerade erst an, das habe ich mir gedacht. Vielleicht stirbt der Mann ja hier. Kleriker. Tribut anbieten. Ich könnte ihn ein bisschen Gold anbieten. Ja, ich habe nicht mal so viel Gold. Aber vielleicht könnten wir andere überzeugen, sich diesem Krieg anzuschließen. Deutschland zum Beispiel. Da haben wir aber leider ja auch Beziehungen total verschlechtert, als wir
frühzeitig aus diesem Krieg gegangen sind, im Krieg unterstützen gegen Korinth. König Henning, wir denken, dass es für euren Erfolg in eurem Krieg gegen Korinth entscheidend ist, die Unterstützung Deutschlands zu erhalten, gegen einen kleinen Gefallen. Was? Wir wollen zuerst Teile vom Territorium Frankens. Nürnberg wäre geeignet. Was? Nein? Nein? Ich werde euch nicht meine Hauptstadt geben, Deutschland. Das könnt ihr vergessen, tatsächlich. Was ist mit Ungarn? Die mögen uns ja jetzt auf einmal, weil wir den Krieg beendet hatten. Vielleicht helfen sie uns gegen Korinth. Wir müssen ablehnen. Schade. Vielleicht Tirol? Fragen wir doch mal dort. Halt, das wollten wir nicht. Hä? Wir können uns gar nicht helfen. Komisch. Wieso kann uns Tirol nicht direkt helfen? Schwaben? Könnten die uns direkt helfen? Ja, im Krieg unterstützen gegen Korinth. Eure Aktionen werden Franken und Schwaben ruinieren. Wir weigern uns. Schade. Schauen wir mal bei Lothringen vorbei. Da haben wir überall neutrale Beziehungen. Nein. Kein Erfolg. Was ist mit Böhmen? Die haben wir eigentlich verraten. Die sind immer noch wohlwollend. Schauen wir mal. Wir müssen ablehnen, verdammt. Ja, wir stehen jetzt doch gefährlich gegen die Korinther. Was ist so mit Österreich? Die sind an der Grenze. Na, können sie nicht. Bayern. Sind wir auch neutral. Im Krieg unterstützen. Nein. Tatsächlich nur Deutschland, wenn wir ihnen Land geben. Was ist noch mit Sachsen? Eure Tage als Könige seien gezählt. Sie wollen keinen Nicht-Angriffspakt. Aber wahrscheinlich uns auch nicht unterstützen, oder? Wir können Korinth zurzeit leider nicht angreifen, so sehr ihr das erhofft. Ja, dann wird es langsam knapp. Ich glaube auch nicht, dass Polen da ein Interesse hat, uns zu helfen, oder? Ah, doch. Wir würden es sehr schätzen, wenn ihr Meißen angreifen könntet. Sie gehen uns gehörig auf die Nerven. Die Sache ist, wir wollen langfristig Meißen angreifen, aber die haben aktuell 6000 Truppen. Das würde unsere Situation leider verschlechtern. Ärgerlich. Polen. Ärgerlich. Was ist mit diesem riesigen Galizien? Nee. Was ist, wenn ich jetzt bei Deutschland nochmal nachfrage? Sagen die mir dasselbe Angebot? Fragen wir einfach nochmal. Wahrlich, wenn ihr euren Krieg gegen Korinth auf die gleiche Art fortführt, wird er für Franken kein gutes Ende nehmen. Wir können euch helfen. Und was wir im Gegenzug verlangen, ist lächerlich verglichen mit unserem Angebot. Gibt uns Nürnberg. Ja, ja. Er bleibt beim Angebot. Hat jetzt aber einen anderen Brief geschickt. Ich werde euch nicht Nürnberg geben. Okay, das heißt jetzt aber... Gut, diplomatisch kommen wir nicht sehr viel weiter. Ich meine, sowas wie Kroatien wird uns sicherlich nicht helfen wollen, oder? Nein. Gibt es noch jemanden, der Sinn machen würde? Hier, Venedig, die exkommuniziert wurden, die ja scheinbar auch ihr eigenes Heim verloren haben. Die können uns gar nicht helfen, interessant. Okay. Gut, egal. Dann brauchen wir jetzt dringend einen weiteren Marschall. Oh, wir haben nicht mal die 500 dafür. Das heißt, ich kann auch nicht mal groß eine Armee ausheben, außer die ich jetzt halt aktuell schon habe. Und das ist natürlich auch eher eine schwache. Die Frage ist auch, wo wird Korinth... Hier, die kommen von Klagenfurt. Vermutlich werden sie direkt über Regensburg nach Nürnberg einfallen. Na gut, wir brauchen einen neuen Marschall. In Nürnberg bitte, weil dort haben wir unsere Kaserne. Ja. Sollen wir los? Perfekt. Achso, dann ist die eine Armee draußen. Ja, okay. So, Bauern kosten uns ja kein Gold und auch nur wenig Nahrung im Unterhalt. Die könnten wir im Notfall schnell anwerben, sag ich mal. Aber da würde ich jetzt erstmal so ein bisschen drauf warten. Vorratsverbrauchsrate. Also wir verbrauchen Vorräte dann tatsächlich. Okay.
Ah, dieser Krieg gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ich meine, vielleicht schicken sie auch nichts. Kurze Frage, sind die noch in der politische Übersicht. Ach, die sind noch mit Venedig? Verstehe ich das richtig? Die sind noch mit Venedig im Krieg? Verbündet mit Tirol. Mehrere Freunde. Bedrohungen, Vasall von Deutschland. Aber ja, Venedig. Tirol und Korinth als Feinde. Was ist mit Tirol? Die haben nur Venedig als Feinde. Jetzt wissen wir natürlich, jetzt haben wir natürlich keine Informationen. Wo sind hier irgendwelche Armeen? Wird hier irgendwas belagert zum Beispiel? Oder hier oben? Sieht nicht so danach aus, dass da irgendwie groß belagert wird. Hier habe ich ein paar Informationen eben über die Truppenstärken. Habe ich hier unten nicht. Weil die Frage wäre, ob wir dann nicht angreifen sollten. Aber ich glaube, wir warten einfach mal ab. Und bauen jetzt unsere Armee weiter aus. Das ist das Schlauste, was wir machen können aus meiner Sicht. Aber wir brauchen dafür einfach mehr Gold. Klerus wieder mal milde Stimmen. Nein. Wir brauchen eine zweite große Armee. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Ja, das ist jetzt tatsächlich sehr ungünstig. Ob das nochmal irgendwie was ändert? Die Welt steht euch zur Verfügung. Forderung im Krieg unterstützen. Ja, sie wollen immer noch Nürnberg haben. Nein. Böhmen sind doch immer noch wohlwollend. Ah, nee, das bleibt alles dabei, dass sie ablehnen. Ungarn. Wieso kann ich Ungarn nicht überzeugt bekommen? Ja, das ist jetzt natürlich doppelt bitter, weil Tirol, oh Gott, die werden hier mit riesigen Truppen kommen, wenn es dumm läuft. Was holen wir uns denn? Ich würde sagen, schon mal Bogenschützen. Schwerkämpfer gegen Kavallerie. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Nahrung. Und ich würde aber auch mir gerne Kavallerie holen, auch wenn die teuer ist. Dass wir ein bisschen was zur Verfügung haben. Ja. Die Vorräte sinken leicht. Ich will jetzt aber in Nürnberg zentral erstmal bleiben. In meiner Position. Das ist spannend auf jeden Fall. So, mein Schwert gehört euch, Majestät. Unsere Hauptarmee können wir ihm hier ein bisschen mal was geben und ihn ein bisschen leveln. Ja, Bogenschießen zum Beispiel oder Belagerungskunst. Ich glaube, Bogenschießen wäre wichtiger. Neue Taktiken sind immer hilfreich. Er hat ja auch 3 Bogenschützentrupps. Genau, perfekt. Weiter geht's. Wir warten eigentlich nur darauf, dass wir mehr Gold haben für größere Armeen. Kavallerie. So. Ah, uns fehlt mittlerweile die Einberufungstruppen. Packen wir mal 2 Bauern hier mit rein in die Armee. Fürs Erste. Aber noch kommen keine feindlichen Truppen. Noch bin ich zufrieden. Das Problem ist jetzt natürlich... Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Kriegserschöpfung. Aber unsere... Insgesamt die Königreichsstabilität ist ja zum Glück sehr hoch. Und hier sind wir auch jetzt schon bei minus 1. Mehr Gelegenheit für den Kleriker. Nö. Ah, wir sind jetzt aber kurz davor, 600 Religionen zu haben. Dann könnten wir nochmal unsere Kronautorität steigern. Das wäre gut. Aber wenn die natürlich beide ihre riesigen Armeen schicken, dann haben wir wirklich ein Problem. Unser Volk betrauert den Tod seines Königs. Nein. Ein Verteidigungspakt von uns ist Geschichte. Das ein fremdes Königreich greift nach unseren Landen. Bitte. Unsere Kronautorität sinkt, Majestät. Oh Gott. Jetzt haben wir ein riesiges Problem. Wieso ist denn jetzt unser König schon so früh gestorben, liebe Zuschauer? Ach du Schande, sein Sohn ist doch... Was? König Gavin ist jetzt der neue König? Was ist mit dem Jungen... dem Sohn unseres ehemaligen Königs. Und der ist auch nur 3 Sterne beim Kampf gut. Was ist denn jetzt bitte passiert? Also der Verteidigungspakt gegen Meißen hat sich jetzt leider erledigt. Böhmen fordert die Erbschaft von Ländereien, das habe ich mir fast gedacht.
Unser Beileid für den Verlust eures alten Königs. Wir hoffen, dass ihr unseren Anspruch auf die Ländereien seiner geliebten Tochter Prag anerkennt, die Teil unserer königlichen Familie ist. Wenn ihr euch weigert, wird unser Adel uns keine Wahl lassen, als zu kämpfen. Oh Gott. Aber sind die Böhmen nicht noch in einem Krieg? Nee, sind sie nicht. Verflixt. Verflixt. Hier ist eine kleine böhmische Armee. Die Böhmen haben an sich nur noch 2 Truppen. Ne? Ich muss nachdenken. Neuer Souverän. Unser König ist verschieden. Sein Geschlecht stirbt zusammen mit ihm. Was? Er hatte doch so viele Kinder. Also weil wir keinen erwachsenen Sohn hatten, stirbt das. Okay. Fehlender Erbe. Und das hat auch noch die Beziehungen mit Böhmen beendet. Meinung des Adels hat sich verschlechtert. Ja, das glaube ich gerne. Toll, toll, toll. Das war jetzt äußerst unglücklich. Sagen wir mal so. Die Welt steht euch zur Verfügung. Ach du Schande. Wenn jetzt Meißen auch noch angreift, dann wäre das unser Ende. Wir brauchen irgendwie Deutschland. Königliche Vermählung geht leider nicht. Nicht Angriffspakt wollen sie nicht. Halt. Hat sich jetzt wahrscheinlich nichts geändert, oder? Ja, sie wollen immer noch Nürnberg haben. Okay, wo könnten wir noch eine königliche Eheschließung hinbekommen? Die Ungarn vielleicht? Die uns jetzt sehr mögen. Nee. Das geht leider nicht. Die Polen, vielleicht hier eine Eheschließung? Hat hier keiner irgendwie passende Ehepartner für meinen neuen Herrscher, König Gavin? Okay, wen hätten wir denn noch im Angebot? Die Sachsen? Oder Meißen? Wie ist denn... Ah, die Beziehung mit den Meißen ist immer noch schlecht. Aber da könnten wir eine königliche Vermählung machen. Mit König Gavin, Prinzessin Ermentrud. Oh nein, wir in Meißen verheiraten unsere Prinzessin niemals ins Ausland. Ich will nicht, dass mein Nachfolger an seinem ersten Tag auf dem Thron Streitigkeiten über seine Erbschaft führen muss. Ja, nachvollziehbar. Das war ja Böhmens Problem. Aber etwas anderes. Nicht Angriffspakt? Nein. Handelsabkommen. Okay, Sachsen. Habt ihr noch eine... Nein, königliche Vermählung. Tja, wo bekommen wir noch... Politische Übersicht. Ehen. Sehe ich irgendwo, wo Ehen möglich sind, theoretisch direkt? Ist ja um uns herum... Habe ich bei Böhmen schon mal geguckt? Ich habe meine Frage noch nicht beantwortet und wollte einfach über etwas anderes sprechen. Ja, das ist richtig. Würde ich schon gerne. Brandenburg. Schauen wir mal Schwaben vielleicht. Der Herzog. Das ist ein Herzog und wir sind König. Interessant. Ja, königliche Vermählung mit Schwaben. König Gavin mit Prinzessin Gertrud. Oh nein, die wollen das nicht. Lothringen. So, Prinzessin Bertha. Wäre es angemessen für Franken, wenn wir König Gavin und Prinzessin Bertha verheiraten und ihr das frohe Ereignis durch ein kleines Geschenk besiegelt? Wir möchten, dass ihr Deutschland angreift. Was sind das für Forderungen? Wir möchten, dass ihr Deutschland angreift. So ein kleines Geschenk zur Eheschließung. Natürlich. Ist ja nicht so, als wären wir jetzt von Feinden umringt. Feinde im Süden, Feinde im Osten und dann auch noch Feinde im Westen. Nein. Kann ich jetzt... Ich krieg wahrscheinlich auch wieder dieselbe Sache, oder? Fragen wir nochmal. Erbschaftsstreitigkeiten. Ja, das war ja klar. Ha, Flandern ist sehr weit weg. Königliche Vermählung. Oh, Prinzessin Luise. Boah, sind jetzt beide nicht so toll. Wer von denen ist die Ältere? Jugendlich? Jugendlich. Kann ich das irgendwie... Doch, hier sehen wir das doch bestimmt. Luise und Mathilde. Da. Luise, Mathilde, aber welche von denen ist die in Sachen Verwaltung eine Lektion?
religiöse Bücher. Nehmen wir mal Prinzessin Luise. Nein. Erbschaftsstreitigkeiten. Okay, die wollen hier mit Erbschaftsstreitigkeiten nichts. Was ist mit Frankreich? Das glaube ich nicht. Na, keine Chance. Langsam wird es aber eng auf dem Heiratsmarkt, Freunde. Bei denen hatten wir... Nee, genau, bei denen hatten wir alles schon probiert, richtig? Ja. Galizien hatten wir nicht geschaut. Keine Kinder, ja, genau. Ja, uns gehen die Möglichkeiten aus. Toulouse vielleicht? Oder erstmal noch im Norden irgendwas? Dänemark. Ob die uns im Krieg unterstützen würden? Kann man mal fragen. Nö. Pommern. Königliche Vermählung. Wie sieht's mit Pommern aus? Was heißt denn Jadwiga? Nein, wir haben kein Glück, das wollen sie nicht. Brandenburg, probieren wir es mal dort. Anbieten. Königliche Vermählung. Brauchen eine Ehefrau, Freunde. Hier. Prinzessin Helena. Helena. Gertrude ist irgendwie besser geeignet in der Verwaltung, glaube ich. Liest von tapferen Helden und listigen Dieben. Aber Helena oder Helena wäre doch die Ältere. Würde uns das vielleicht auch irgendeinen Anspruch geben? Ja, vermutlich nicht, weil es ist ja eh nur ein Brandenburg und die haben ja einen Sohn. Prinzessin Gertrude dann ist, glaube ich, besser. Da wir gewarnt wurden, ihr könnt arglistige Hintergedanken hegen und hoffen, dass unser Land eines Tages zu erben. Ist das wahr? Nein! Liegt das jetzt daran, dass wir von Böhmen einmal Land geerbt haben? Das wäre natürlich möglich. Anbieten vor... Ja, dann wird es jetzt langsam... Haben wir den Heiratsmarkt eigentlich schon abgeklabbert, oder? Gibt es noch... Hier Savoyen. Sind in keinem Krieg. Nee, die können auch keine königliche Vermählung machen. Venedig ist auch nicht mehr im Krieg. Die waren doch jetzt bis vor kurzem noch im Krieg mit Korinth. Ach so! Haben wir unseren Krieg über... Ja doch, den Krieg mit Korinth haben wir noch. So, Venedig, königliche Vermählung. Ich weiß gar nicht, Venedig, dass die überhaupt... Das ist schon ja sein Doge. Und dennoch gibt es eine Prinzessin Maddalena. Nein. Erbschaftsstreitigkeiten. Die wollen alle nicht wegen Erbschaftsstreitigkeiten. Ist vermutlich in Bulgarien ähnlich. Gut, beim Kirchenstaat sollte das ja... Na, eh nicht gehen. Wäre seltsam, wenn das ginge. Ja, dann haben wir so ziemlich alle durch. Sowas Kleines wie Luxemburg wird halt nicht viele Truppen haben. Aber wir brauchen irgendeine Ehefrau. Hier haben wir auch schon geguckt, glaube ich. Ja, genau. Burgund. Wir fragen jetzt einfach alles. Wir sind da jetzt völlig... Margarete. Ah! Wir haben in Burgund eine Ehefrau gefunden. Okay. Ah, die sind im Krieg mit Lothringen aktuell. Dann werden die wahrscheinlich nicht mehr lange existieren, denke ich. Vielleicht können die uns im Krieg unterstützen, aber wahrscheinlich nicht. Nee. Okay. Dann haben wir immerhin mal eine Ehefrau jetzt, oder? Wenn ich das richtig sehe. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Bin ich jetzt völlig falsch? Ich dachte... Politische Übersicht. Ich dachte, wir wollten das machen. Margarete. Doch nicht mehr. Okay. Seltsam. Schade, England hat leider keine Möglichkeiten. Na gut. Dann müssen wir das jetzt erstmal so sacken lassen und akzeptieren. Wir haben leider keine Ehefrau, wir haben keine Kinder. König Gavin führt jetzt Franken an und wir es droht ein Krieg mit Böhmen. Wir sind immer noch im Krieg mit Korinth und Tirol. Eine gänzlichst höchst schwierige und komplizierte
Ausgangslage, aber wir werden das schon hinbekommen in der nächsten Folge, liebe Freunde. Bis dahin, alles Gute und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, schaut in mein Tutorial rein, euer Gaius Julius Caesar.